Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sven Frank, der Podcast Speed Learning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Na, wie viele der 10 größten Städte der Welt kriegst du noch zusammen? Und wie viele der europäischen und der deutschen größten Städte? Ich hoffe alle, denn falls nicht, dann hört ihr nochmal die letzten Folgen an. Und ich hoffe, dass du in Zukunft jetzt auch schon deinen Einkaufszettel zu Hause lässt. Denn immer wenn du deinen Körper dabei hast, kannst du ihn getrost zu Hause lassen, den Einkaufszettel. Immer wenn du deinen Körper zu Hause lässt, solltest du deinen Einkaufszettel mitnehmen. Also sprich mitgeben, damit derjenige, der einkaufen geht, auch alles besorgt, was du ihm gesagt hast. In den letzten Folgen habe ich dir viel darüber erzählt, warum Aufschreiben und warum der Unterricht in der Schule nicht dazu führt, dass man sich das merkt, was man sich merken möchte. Ich habe dir Beispiele gegeben über die Möglichkeiten bei Vorträgen, Workshops, Seminaren und im Schulunterricht reichlich uneffektiv dabei zu sein und viel mitzuschreiben, um hinterher wenig zu wissen. Und habe dir auch schon die ersten Alternativtechniken jetzt mal vorgestellt. Zuletzt eben die Körperliste. Und wenn du jetzt überlegst, dass du die ersten wirklich für dich elementaren Informationen auf deiner Körperliste abspeichern möchtest, dann mach dir einfach auch mal klar, wie dein Gehirn überhaupt vergisst und warum es das tut. Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen darüber erzählt und möchte heute etwas konkreter darauf eingehen. Unser Gehirn benutzt so etwas wie Spamfilter. Das bedeutet, Informationen werden danach beurteilt, ob sie wichtig sind oder nicht. Das habe ich in der letzten Folge schon dargestellt und auch anhand des Beispiels mit den Autos. Ich habe erklärt, wie in der Schule einfach das Nächste überschreibt. Der erste Spamfilter kommt nach 20 Sekunden. Das heißt, nach 20 Sekunden entscheidet dein Gehirn, ob die Informationen, die es soeben erhalten hat, wichtig oder unwichtig sind. Das heißt, jede Information, die dich nicht mindestens 20 Sekunden lang emotional wirklich berührt, oder aber die nach 20 Sekunden nicht wiederholt wird, ist für dein Gehirn unwichtig und es werden sich keine synaptischen Verknüpfungen bilden. Auch die habe ich in der letzten Folge erklärt. Wenn du beispielsweise als Mann eine Frau kennenlernst und du kannst dich nach 20 Sekunden nicht mehr an ihren Namen erinnern, dann frage sie auch nicht nach ihrer Nummer. Denn dann ist die Emotion, die diese Frau bei dir hervorgerufen hat, zu gering, als dass du in Zukunft mit ihr besonders glücklich würdest. So die Theorie. Wenn du eine Frau bist und ein Mann sagt dir, was er beruflich macht, und dir geht nicht das Herz auf und du weißt es nach 20 Sekunden nicht mehr, dann gehe ich nicht davon aus, dass du diesem Mann zutraust, dass er eine Familie ernähren kann. Ansonsten wüsstest du es vielleicht noch. Wir merken im Alltag immer wieder Situationen, in denen wir uns etwas merken wollen. Klassisches Beispiel, wir fahren mit dem Zug oder reisen mit dem Flugzeug. Wie oft schaust du auf den Fahrschein, auf die Fahrkarte, auf deine Boardingkarte, um zu wissen, zu welchem Gate, zu welchem Gleis, welcher Sitzteil, welches Abteil, welcher Sitzplatz, mit welchem Bus dann zum Hotel, wie heißt die Straße des Hotels und so weiter und so fort. Wie lautet die E-Mail-Adresse des Hotels? Wie lautet die Anschrift? Wie lautet die Telefonnummer? Wie heißt der Portier? Das sind alles Informationen, die wir uns ständig wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Warum? Weil wir sie uns irgendwo aufschreiben, weil wir sie uns irgendwo runterladen, weil wir sie außerhalb unseres Gehirns ablegen, anstatt sie gleich dahin zu packen, wo sie hingehören, nämlich ins Gehirn. Und wir werden in den nächsten Folgen besprechen, ich werde dir erklären, wie du das alles
entsprechend verinnerlichen und umsetzen kannst, wenn du denn möchtest. Und ein Aspekt ist es eben, in sinnvollen Abständen zu wiederholen. Wenn du beispielsweise im April deinen Urlaub buchst für September und du bekommst eine E-Mail mit der Reservierungsnummer, dann brauchst du diese Reservierungsnummer im April noch nicht zu wissen. Das versteht dein Gehirn auch. Wenn du allerdings dann die Reise antrittst, solltest du sämtliche Reservierungsnummern, Check-in-Daten und sonstige Reiseinformationen in deinem Kopf haben. Erstens wird es dich vom Kopf her freier machen. Zweitens bist du unabhängig von der gesamten Technik, die nämlich versagen kann. Und drittens hast du den Fokus dann einfach frei, um den Urlaub zu beginnen und dich zu entspannen. Und es gibt noch ein paar andere Vorteile, auf die werde ich in der nächsten Folge intensiver eingehen. Der zweite Spamfilter kommt nach 20 Minuten. Das heißt, nach 20 Minuten entscheidet dein Gehirn, ob die Informationen, die im Rahmen der letzten 20 Minuten gegeben wurden, für dich wichtig und merkwürdig sind. Falls ja, verknüpft sich die synaptische Verbindung stärker. Falls nicht, wird sie nicht weiter aufgebaut. Dann kommt ein Spamfilter nach 4 Stunden, nach einem Tag, nach 7 Tagen, nach einem Monat, nach 6 Monaten, nach einem Jahr und nach 5 Jahren in etwa. Wir kennen diese Vergessenskurve von Ebbinghaus seit über 100 Jahren. Und seit über 100 Jahren wird an unseren Schulen und Bildungseinrichtungen so getan, als wüssten wir das nicht. Seit über 100 Jahren unterrichten wir genauso wie im alten Griechenland, nur schlechter. Denn im alten Griechenland, da kannte man diese ganzen Mnemotechniken. Und wenn ich heute an Schulen unterrichte und die Schüler und Lehrer trainiere, dann erzählen die mir alle, ja klar, wir kennen das alles, wir haben das alles schon mal gehört. Ja, nur Wissen ohne praktische Umsetzung ist unnötiger Ballast. Also, wenn der Lehrer schon nachgucken muss, wo es steht, wenn der Referent vorne seinen Vortrag hält und auf seinen Bildschirmen seine Spickzettel haben muss, dann frage ich mich, wie kann er denn erwarten, dass ich das in meinem Kopf habe? Natürlich hat er seine Struktur, klar, aber er kann die auch im Kopf haben. Und genau das werden wir im Laufe der Podcast-Folgen auch noch besprechen. Wie kannst du zum Beispiel einen Vortrag in deinem Kopf ablegen? Aber vielleicht hast du sogar schon eine Idee, wenn du an die Körperliste denkst. Überleg dir mal, ob du noch die Adressen und Telefonnummern von Wohnadressen hinbekommst, bei denen du mindestens 5 Jahre gelebt hast. Und ich bin sicher, du weißt noch genau die Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl und die Telefonnummer. Wohingegen du bei Adressen, an denen du vielleicht nur ein paar Wochen oder 2-3 Jahre gelebt hast, Probleme haben könntest, diese wieder zu aktivieren. Und das ist das, was die ständige Wiederholung macht. Die ständige Wiederholung sorgt dafür, dass du dir die Sachen merkst. Und wenn du noch Spaß beim Lernen hast, umso leichter. In den nächsten Folgen wird es auch viele Beispiele geben, wie du mit Spaß lernen kannst. Jetzt, für heute, machen wir an dieser Stelle erstmal Feierabend, damit du diese Techniken auch ausprobieren kannst, damit du die Spamfilter für dich im Leben entsprechend erleben und trainieren kannst, sie zu vermeiden, das Vergessen zu vermeiden. Und welche Vorteile es hat, sich Dinge im Kopf abzuspeichern, anstatt irgendwo auf deinem Papier oder Smartboard oder Tablet oder was es in Zukunft alles noch für raffinierte Dinge geben wird, das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Bis dahin freue ich mich, wenn du die Folge abonnierst, empfiehlst, gut bewertest und auf meine Website kommst und das sven-frank.com. Gerne auch mal einen kleinen Blick in den Shop werfen. Bis dann und viel Spaß beim Lernen.